Schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, Sie im Namen des HR-Sinfonieorchesters begrüßen zu dürfen zum Music Discovery Project 2017. Da darf man nochmal applaudieren. Ja, das war ein richtiger Impuls in der ersten Reihe. Mein Name ist Johannes Sassenroth, ich komme von UFM, der Jungen Welle vom Hessischen Rundfunk. Wir präsentieren den heutigen Abend und deshalb darf ich Ihnen einen kleinen Ausblick auf das geben, was vor Ihnen liegt. Die UFM-Hörer unter Ihnen kennen das als Spoiler Alert. Das ist deshalb wichtig, weil das Music Discovery Project jedes Jahr komplett neu ist, einzigartig. Aber was gleich bleibt, ist die Philosophie dahinter, die Idee, spielerisch zu zeigen, wie wandelbar klassische Musik ist, wie viele Anknüpfungspunkte sie zu anderen Musikrichtungen hat, kurz wie aktuell klassische Musik ist. Und deshalb hat das HR-Sinfonieorchester heute Abend mit Ihnen unter dem Motto Ursprung mehrere kleine Ausflüge vor. Warum Ausflüge? Weil man beim Ausflug ganz genau weiß, wo die Heimat ist, wo der Ursprung liegt, in der Klassik. Trotzdem braucht es hier und da mal einen Ausflug, um neue Inspiration zu holen und dann zurück zu Hause am Ursprungsort vielleicht gewohnte Dinge aus einer anderen Perspektive wahrnehmen zu können. Und passend dazu haben wir uns heute Abend zwei Gäste eingeladen, die diese Idee des Music Discovery Project schon immer mit ihrer Arbeit verwirklicht haben. Wir freuen uns sehr, heute Abend am Klavier Francesco Tristano. Der luxemburgische Pianist, habe ich schon gesagt, Komponist und Produzent, lässt seine Musik schon immer ein wenig über die Grenzen der Klassik hinweg spazieren. Und unterstützt wird er dabei durch die Arbeit unseres zweiten Gastes, eine Ikone der frühen elektronischen Musik aus Berlin, Moritz von Oswald. Der Mann hat unter anderem die Techno-Szene in der Hauptstadt von Anfang an mitgeprägt. Und dann gibt es natürlich noch die Menschen, ich hoffe, Sie sind noch hinter mir. Sind Sie noch hinter mir? Ja. Das Herzstück des heutigen Abends, das HR-Sinfonieorchester. Heute unter der Leitung von José Luis Gómez. Viel mehr müssen Sie eigentlich gar nicht wissen, außer Ohren aufhalten. Entdecken Sie was Neues auf dem Ausflug, der vor uns liegt. Sehr viel Spaß mit dem Music Discovery Project 2017. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.